Wir haben den besten Trainer, der für Schalke 04 möglich ist. Und ich habe ihm auch ganz, ganz klar gesagt, und wenn es Probleme gibt, da gehen wir alle gemeinsam durch. Aber wir gehen von unserem Weg, dem Weg von Schalke 04, eine sportlich erfolgreiche Zukunft zu haben, werden wir nicht abgeben. Und deswegen haben wir ihm auch dieses große Vertrauen geschenkt. Ich glaube, den langfristigsten Vertrag, den jemals ein Trainer auf Schalke unterzeichnet hat, zu geben. Ein Vierjahresvertrag für einen Trainer ist, glaube ich, schon außerordentlich. Und es gibt keine Ausstiegsklausel. Ich muss sogar dazu sagen, das Erste, was Domenico Tedesco gesagt hat, sowas braucht er gar nicht. Domenico ist ein Trainer, dem es nicht ausschließlich um den kurzfristigen sportlichen Erfolg geht, dem es nicht darum geht, dass er kurzfristig im Rampenlicht steht, erfolgreich ist, sondern inzwischen habe ich feststellen dürfen, und das freut mich wirklich, dass es ihm um Schalke 04 geht, um die Weiterentwicklung dieses Vereins. Ich kann wirklich sagen, dass es überhaupt keine Dissonanzen gab. Das heißt, dass der Trainer eine andere Auffassung hatte wie der Club, wie ich vielleicht auch persönlich. Und ich hatte in all diesen Gesprächen immer das Gefühl, dass das eigentlich genau das ist, was Schalke 04 für die Zukunft braucht.